vor 87 Jahren, am Montag, dem 14. Juni 1920, gegen 18.15 Uhr starb Max Weber in München. Er starb in jenem Haus in der Schwabinger Seestraße, das heute die Hausnummer 16 zu Webers Zeiten, jedoch die Hausnummer 3c trug. Das Haus gehörte der Dichterin Helene Böhlau, die an den Herrn Professor ab dem 1. Dezember 1919 eine bescheidene Wohnung in der ersten Etage vermietet hatte. Die sogenannte spanische Grippe, eine Influenzaerkrankung von ganz besonders hoher Aggressivität und Virulenz, forderte allein in Europa insgesamt 20 Millionen Todesopfer in den Jahren nach 1918. Max Weber, der an jenem Montag im Juni des Jahres 1920 im Alter von 56 Jahren verstarb, war eines der späten Opfer dieser Pandemie, die zu den schwersten zählt, die die Menschheit bisher heimgesucht hat. Als der Leichnam drei Tage später, am 17. Juni um 10 Uhr auf dem Münchner Ostfriedhof nach einer nichtkirchlichen Zeremonie eingeäschert wurde, wären wohl so manche aus der kleinen Zahl der Mittrauernden erstaunt gewesen, hätten sie gewusst, dass eben diesem Gelehrten 87 Jahre später im Auditorium Maximum seiner letzten Universität immer noch gedacht werden würde. Und viele seiner Zeitgenossen wären höchst verwundert gewesen, hätte man ihnen prophezeit, dass dieses Gedenken im Rahmen einer Ringvorlesung geschehe, die sich mit besonders verdienten Angehörigen und ihm Zugerechneten des historischen Seminars der LMU auseinandersetzt. In disziplinärer Hinsicht lässt sich Weber in mancherlei Schubladen packen, aber ein zünftiger Historiker war er nun ganz gewiss nicht. Und so wäre er selbst wohl einigermaßen verwundert gewesen, seinen Namen auf diesem Programm zu lesen. Was er wohl weiterhin dazu gesagt hätte, hätte er noch vor wenigen Monaten ein Zeitungsinterview lesen können, in dem der Historiker Jürgen Kocka ihn so gänzlich umstandslos der Geschichtswissenschaft zuschlug. Kocka, nachdem er ausführlich die anhaltende Pluralisierung und Segmentierung innerhalb der Geschichtswissenschaft kritisierte, wurde lakonisch gefragt, das Ende der Gemeinsamkeiten? Die Antwort Kockas auf diese Frage lautete, Zitat, nein, es gibt nicht bloß Pluralität, es gibt auch immer noch Klassiker. Nehmen Sie Max Weber, es ist ein Phänomen, wie er von jeder Generation neu und anders gelesen wird. Zitat Ende. Das scheint nun auf absehbar längere Zeit Max Webers Rolle geworden zu sein. Höchst unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen reklamieren ihn und sein Werk für sich und sehen in ihm eine Art von Apostel Simon Petrus, Gründer und Haupt der Gemeinde von Rom. Diesem vergleichbar nutzen derzeit viele Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften Max Weber als den Fels, auf den sich disziplinäre Selbstverständnisse gründen lassen. Vor allem die Soziologie, die Politikwissenschaft, die Geschichtswissenschaft, die Philosophie und die Kulturwissenschaften konkurrieren gegeneinander um das Monument Max Weber. Aber auch die Wirtschaftswissenschaften und die Rechtswissenschaft haben sich ihres lange, sehr lange vergessenen Stammvaters erinnert. Gerade diese beiden jedoch können gute Gründe dafür ins Feld führen. Will man es sich nämlich leicht, zu leicht jedoch machen, so ist zu sagen, von seiner Ausbildung her und von seinen akademischen Qualifikationen war Max Weber Jurist, Volljurist, mit ersten und zweiten Staatsexamen, juristischer Promotion und Habilitation und einer ersten juristischen Professorenstelle an der Berliner Heimatuniversität. An den anschließenden Universitäten Freiburg, Heidelberg, Wien hatte er Professuren für Nationalökonomie inne. Wie sich die Dinge an der Münchner Universität verhielten, wird Thema meines Vortrags sein. Aber, wie Sie hören, weder Geschichtswissenschaft noch Soziologie kommen als Fachbezeichnung in solchen Aufstellungen bisher vor. Am 26. März 1919 nahm der ordentliche und entpflichtete Honorarprofessor
der Universität Heidelberg, Dr. Max Weber, den an ihn ergangenen Ruf des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an. Damit übernimmt Max Weber zu einem jährlichen Gehalt von 12.000 Mark und mit vereinbartem Dienstantritt zum 1. April 1919 die Nachfolge von Lujo von Brentano, dem prominenten Vertreter des linksliberalen Flügels der Historischen Schule der Deutschen Nationalökonomie, der diesen Münchner Lehrstuhl von 1891 bis 1914, also ganze 23 Jahre, innehatte. Dieser Berufung waren einigermaßen turbulente Stationen vorausgegangen, denn das Verfahren für die Nachfolge Brentano hatte sich sehr lange hingezogen. Was war geschehen? Am Abend des 7. November 1918 hatte der Journalist und Vorsitzende der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD in Bayern, Kurt Eisner, im Münchner Mathesabräu die Revolution ausgerufen, das Haus Wittelsbach für abgesetzt erklärt, den bayerischen König Ludwig III. Zur Flucht aus der Residenz gezwungen und am Tag darauf eine sozialistische Volksregierung der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte gebildet, mit sich selbst als deren Ministerpräsidenten und Außenminister. Im Rahmen der vielfältigen Umwälzungsabsichten dieser Regierung eines freien Volksstaats Bayern sollte nun unbedingt ein sozialistischer Wissenschaftler auf diesen bedeutenden Lehrstuhl an der Münchner Universität berufen werden. Die offensichtlich beabsichtigte Ruferteilung an Weber wurde am 26. März 1919 auf einer Sitzung des Aktionsausschusses der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte heftig kritisiert. Es wurde gefordert, den Lehrstuhl für Nationalökonomie mit einer Persönlichkeit zu besetzen, die, Zitat, die Gesinnung der Jugend mit sozialistischem Geist zu durchtränken versteht. Max Weber habe sich dagegen stets in bürgerlich-kapitalistischer Gedankengängen bewegt, und in der Resolution, die einstimmig verabschiedet wurde und die explizit gegen Max Weber gerichtet war, verlangte der Aktionsausschuss, Zitat, dass der freigewordene Lehrstuhl für Nationalökonomie lediglich von einem Manne besetzt wird, der tiefes Verständnis hat für die Nöte des schwerringenden Volkes, vor allem aber dem Sozialismus, nicht feindselig gegenübersteht. Zitat Ende. Trotz aller solcher Widerstände erhielt Max Weber mit Zustimmung des sozialdemokratischen Kultusministers Johannes Hoffmann und, so meine persönliche Vermutung, unter engagierter Mithilfe des damaligen bayerischen Finanzministers Edgar Jaffe den schriftlichen Ruf. Damit zugleich war das wahr geworden, was Lujo Brentano sich seit Jahren gewünscht hatte und wofür er sich in Fakultät und Ministerium nachhaltig eingesetzt hatte. Max Weber war, allein aufgrund seiner wissenschaftlichen Qualifikation, sein ganz persönlicher Wunschkandidat gewesen und nun trat er tatsächlich seine Nachfolge an. War nicht nur dieses Vorspiel einigermaßen kompliziert, so gestalteten sich die Berufungsverhandlungen nicht minder mühsam. Die Landtagswahlen vom 12. Januar 1919 hatten der Regierung Eisner keine parlamentarische Handlungsbasis beschert. Am Morgen des klarkalten 21. Februar 1919 geht der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Kurt Eisner, zusammen mit seinem Sekretär Felix Fechenbach zu Fuß zur konstituierten Sitzung des neu gewählten Landtags. Nachdem seine eigene Partei, die USPD, in den Wahlen eine katastrophale Wahlniederlage hinnehmen musste, sie kam nur auf 2,5% der Stimmen, wird er seinen Rücktritt mitteilen. Kurz vor seinem Ziel tritt der 22-jährige Reserveleutnant Anton Graf von Arco auf Valley auf ihn zu und erschießt ihn mit seiner Pistole. Der Attentäter, von Eisner getreuen, schwer verwundet, wird von seinen Freunden zu Professor Ferdinand Sauerbruch in die Chirurgische Universitätsklinik gebracht und überlebt. Unter solch turbulenten Umständen Berufungsverhandlungen zu führen,
dürfte kein leichtes Unterfangen gewesen sein. Verständlicherweise zweifelt der Jurist Weber, ob in diesem politischen Durcheinander seine Anstellung überhaupt formell in Ordnung gehen würde. Der Hochschulreferent Matt bestand auf der Lehrstuhlbezeichnung Nationalökonomie, wie sie Lujo Brentano geführt hatte. Weber wollte vor allem die damit verbundenen obligatorischen Lehrverpflichtungen vermeiden und verhandelte darum, Zitat seines Verhandlungsprotokolls, das Hauptgewicht seiner Lehrtätigkeit auf das Gebiet der Gesellschaftswissenschaft in Vorlesungen und im Seminar zu legen, Zitat Ende, wozu jedoch weder Fakultät noch Ministerium bereit war. Also fand man den genannten Kompromiss mit Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie. 6 Tage nach Webers offiziellem Dienstantritt am 7. April 1919 wurde jene gemäßigt sozialistische Regierung, die ihn ernannt hatte, von der ersten Münchner Räterepublik, die von einem Zentralrat aus marxistisch-kommunistischen Intellektuellen und Anarchisten beherrscht wird, aus München vertrieben und muss nach Bamberg fliehen. Nach anschließender Absetzung dieses Zentralrats aus durch eine Mehrheit von Kommunisten und die Bildung eines Vollzugsrats unter Eugen Leviné und Max Levin kommt es zum erbitterten Bürgerkrieg in ganz Bayern. Nach heftigen militärischen Kämpfen und grausamen Massakern regulärer Armeeeinheiten zusammen mit einigen Freikorps an Angehörigen der Roten Armee, der Räterepublik und an unbeteiligten Zivilisten und nach dem blutigen und grausamen Sieg von Reichswehr und Freikorps am 2. und 3. Mai 1919 wird die Münchner Räterepublik endgültig beendet. Am 31. Mai kommt es zur Neubildung der Koalitionsregierung wiederum unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, der noch als Wissenschaftsminister Max Weber berufen hatte. Damit komme ich zu meiner zweiten Frage: Warum hatte Weber diesen Ruf nach München angenommen? Es war weder die Begeisterung für die Wiederaufnahme des Professorspielens, wie er selbst mehrfach diese Tätigkeit abfällig nannte, noch die Liebe zur Münchner Universität, die Weber dazu veranlassten. 3 Motivkomplexe waren es, die ihn dazu bewegten. Zum einen war ihm im Laufe der Kriegsjahre immer deutlicher geworden, dass seine seit 1899 geführte Existenz als Rentier, der ausschließlich von den Kapitalerträgen seiner Mutter und seiner Ehefrau lebte, nicht würde fortsetzen können. Er musste einen Weg finden, auf dem er eigenes Geld verdienen würde. Zum Zweiten gab es, nachdem für Weber endgültig klar geworden war, dass eine hauptamtlich politische Karriere für ihn nicht mehr möglich war, zur Wiederaufnahme der bezahlten Arbeit als Universitätsprofessor keine Alternative. Und drittens und alles entscheidend trieb es ihn in die Nähe von Else Jaffe, die mit ihren Kindern in München lebte. Geld also, aber vor allem die Liebe waren es, die Max Weber nach München lockten. Was also leistete und erlebte Weber in seiner kurzen Münchner Zeit? Ungeachtet seiner Ernennung zum 1. April 1919 konnte Weber seine Lehrtätigkeit im Sommersemester nicht unmittelbar aufnehmen. Mehrfach hatte er sich, vor allem in der Frankfurter Zeitung, zum Thema der Kriegsschuld geäußert. Der Frage also, ob das Deutsche Reich ursächlich und vor allem alleine für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verantwortlich gewesen sei. Weber verneinte diese Position leidenschaftlich und mit Vehemenz. Wohl auch daraufhin hatte ihn der deutsche Außenminister Graf Brockdorff-Rantzau bereits im Januar 1919 aufgefordert, einem Expertengremium anzugehören, das bei den Friedensverhandlungen in Versailles eine Antwortnote auf die Kriegsschulddenkschrift der Siegermächte übergeben sollte. Diese Kommission tagte in Berlin während der Monate März und April 1919. Zusammen mit dem ehemaligen Kommandanten der 4. Bayerischen Infanteriedivision, Max Graf Mongela, dem Berliner Historiker Hans Delbrück und dem Würzburger Völkerrechtler Albrecht Mendelssohn Bartholdy
fuhr Weber am 15. Mai als Mitglied der sogenannten Professorenkommission für Kriegsschuldfragen nach Versailles. Von dort kommt er am 28. Mai tief deprimiert und erschöpft nach Deutschland zurück. Nach einem kurzen Abstecher in Berlin zog er sich ab der ersten Juniwoche 1919 ins Isartal zurück, wo er sich im ersehnten Zusammensein mit Else Jaffe auf die Wiederaufnahme seiner Universitätslehre vorbereitete. Die Liste der von Weber in den insgesamt 3 Semestern seiner Münchner Zeit angebotenen Lehrveranstaltungen ist nicht sonderlich lang. Im restlichen Sommersemester 1919, dem sogenannten Frühjahrssemester, das vor allem für die zurückkehrenden Kriegsteilnehmer organisiert wurde, die bereits genannte Vorlesung, die allgemeinsten Kategorien der Gesellschaftslehre, die der Neuformulierung der ersten Kapitel jener Texte dienten, die dann später als Wirtschaft und Gesellschaft veröffentlicht wurde. Im Wintersemester 1919-20 bot Weber eine 2-stündige Vorlesung mit dem Titel Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an, die erstmals 1923 aus den Vorlesungsmitschriften als Wirtschaftsgeschichte publiziert wurde, sowie eine 4-stündige Übung soziologische Arbeiten und Besprechungen nach Vereinbarungen am Samstagvormittag. Für die Vorlesung, die Weber von Stunde zu Stunde vorbereitete, hatten sich 600 Hörer eingeschrieben, die in eben diesem Auditorium Maximum abgehalten wurde und die von Weber ohne Hilfe eines Mikrofons bestritten wurde. Im Sommersemester 1920 wurden es nicht weniger Studierende. Für die 3-stündige Vorlesung Allgemeine Staatslehre und Politik, Staatssoziologie, hatten sich 400 Teilnehmer eingeschrieben und ihre Hörergelder bezahlt. Für die eigenstündige Einführungsvorlesung Sozialismus waren es 600 Hörer. Nur der 2-stündige Kurs Soziologisches Seminar konnte auf einen kleinen Kreis beschränkt werden. Es waren wahrlich keine normalen Semester, die Max Weber an der Münchner Universität erlebte. Fielen sie doch in eine überaus turbulente Periode der bayerischen Landeshauptstadt. Wie Max Weber in diesen Monaten, die man ja in jeder Hinsicht, sowohl privat als auch öffentlich, als aufgewühlt bezeichnen kann, hat wissenschaftlich arbeiten können, ist zumindest bewundernswert. Ungeachtet seinen festen Vorsatz, sich vollkommen aus dem politischen Leben herauszuziehen und sich ausschließlich der Arbeit an seinen wissenschaftlichen Vorhaben zu widmen, überschattete eine Vielzahl dramatischer politischer Vorgänge die 3 Münchner Semester des Professor Max Weber, von denen ich nur 2 Komplexe abschließend in Erinnerung rufen möchte. Zum einen jene, die mit dem zuerst gewaltsamen und dann juristischen Ende der Revolutionszeit im nachmonarchischen Bayern zusammenhängen. Und zum anderen die Ereignisse, die mit der Begnadigung des Eisner Mörders Arco verbunden sind. Beide Male finden wir Max Weber sehr nah am Zentrum der Münchner Geschehnisse. Max Weber kannte viele der zentralen Akteure der Münchner Revolution persönlich. Noch am 4. November 1918, 3 Tage vor Beginn der revolutionären Erhebung, hatte er auf einer Münchner Versammlung der Fortschrittlichen Volkspartei zum Thema Deutschlands politische Neuordnung gesprochen. In diesem Vortrag wetterte Weber mit starken Worten gegen die bayerische Parole Los von Preußen, gegen einen sofortigen Friedensschluss mit den Alliierten und gegen alle revolutionären Bewegungen. Im Anschluss an seinen Vortrag und die überaus bewegte Diskussion setzte Weber sich mit einigen seiner Zuhörer in der Privatwohnung von Erich Katzenstein zusammen, eben jenes USPD-Politikers, der dann am 7. November die Besetzung des Münchner Polizeipräsidiums und der Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten anführte. Mit Kurt Eisner hatte Weber eine, wenn auch nur indirekte, Beziehung. Am 28. Januar 1919, einen knappen Monat vor der Ermordung Eisners, hielt Weber seine berühmte Rede über Politik als Beruf im Kunstsaal Steinicke im Haus Adalbertstraße 15. Er hatte die Einladung des Freistudentischen Bundes, der von ihm eine Fortsetzung seines Vortrags vom November 1917 über Wissenschaft als Beruf erhofft hatte, noch kurz vorher abgelehnt. Mit der Begründung, Zitat, ich bin kein Politiker, ich bin ein Gescheiterter der Demokratischen Partei.
Erst als man ihm jedoch zutrug, dass man an seiner Stelle Kurt Eisner selbst einladen wollte, über dieses Thema zu Studenten zu sprechen, sagte er zu. Diesem Gesinnungspolitiker, wie er Eisner bezeichnete, der ohne Augenmaß für die Folgen seiner Handlungen sei, wollte er nun doch nicht das Feld überlassen. Ich kann Sie, meine Damen und Herren, nur herzlich dazu einladen, diesen Text nochmals zu lesen. Sie sollten sich dabei vergegenwärtigen, in welch aufgewühlter Situation dieser freigehaltene Vortrag stattfand, um nachzuvollziehen, wie leidenschaftlich, kritisch Max Weber diesen Gesinnungspolitikern gegenüberstand, zu denen Weber die meisten der bayerischen Revolutionäre zählte. So vor allem den Pädagogen Friedrich Wilhelm Förster und den Schriftsteller Ernst Toller. Wie bereits in Erinnerung gerufen, wurde der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner am 21. Februar 1919 von dem 22-jährigen Anton Graf von Arkow auf Valley erschossen. Dieser ehemalige Leutnant des bayerischen Leibregiments und Jurastudent wurde, als er wieder prozessfähig war, im Januar 1920 des Mordes angeklagt und am 16. Januar zum Tode verurteilt. In der Urteilsbegründung des nationalistischen Richters Georg Neidhardt, eben jenes Richters am Bayerischen Volksgericht, der im Frühjahr 1924 das Skandalurteil gegen Adolf Hitler fällte, hieß es, dass Arkus Tat, Zitat, nicht niederer Gesinnung, sondern der glühenden Liebe zu seinem Volke und Vaterland entsprungen sei und Ausfluss der in weiten Volkskreisen herrschenden Empörung über Eisner war. Nicht zuletzt solche Hinweise müssen es gewesen sein, dass Arkow bereits einen Tag nach seiner Verurteilung von der bayerischen Regierung begnadigt wurde und die Todesstrafe in Festungshaft unter Beibehalt